Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Kreis Hildesheim. Am 3.11.2020 brach ein Feuer im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Bäckerstraße aus. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Hildesheim sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bavenstedt gelöscht. 6 Personen wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Beamte des 1. Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Demnach brach das Feuer auf dem Herd in der Küche aus. Öl, das erhitzt worden ist, hatte sich entzündet. Ein Löschversuch verlief erfolglos. Das Feuer griff auf das Inventar über und breitete sich weiter aus. Die obere Etage des Wohnhauses ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Die verletzten Bewohner konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Kreis Hildesheim. Einsatzkräfte der regionalen Kontrollgruppe RKG der Polizeidirektion Göttingen haben in der vergangenen Woche den gewerblichen Güter- und Personenverkehr auf der Bundesstraße 1 kontrolliert. Während der 4,5-stündigen Schwerpunktkontrolle wurden 66 Fahrzeuge kontrolliert. 48 Fahrzeuge mussten beanstandet werden. Das sind 72%. Von den 48 Fahrzeugen wurde 26 Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Bis auf 2 Fälle durften die übrigen 24 Fahrer, denen die Weiterfahrt durch die Beamten untersagt wurde, ihre Fahrt fortsetzen, nachdem sie die Beanstandung vor Ort behoben hatten. 115 Verfahren wurden eingeleitet. Gronau. Am 12. April 2010 stand in der Leine-Deister-Zeitung, dass Hannover 96 mit Matchwinner Jakonan Schalke mit 4:2 besiegt hatte. Ein guter Tag also für den gebürtigen Hannoveraner und 96-Anhänger Henning Schröder, seinen Job als Anzeigenberater im Gronauer Zeitungsverlag anzutreten. Schröder, wohnhaft in Salzhemmendorf, übernahm 3 Jahre später den Posten des Verlagsleiters von Manfred Meckeler. 7 Jahre lenkte er die Geschicke des Hauses, in dem neben der Leine-Deister-Zeitung die Anzeigenblätter Woche rund um Bad Salzdetfurt, rund um Bockenem, rund um Sibbisse und Salzhemmendorf aktuell entstehen. Und das über Außenstellen in Einbeck und Nordheim verfügt, wo die Blätter Eule und Hallo produziert werden. Am 30.10.2020 verabschiedete sich der Verlagsleiter von der Belegschaft, weil er in ein neues Berufsleben startet. Schröder übernimmt die Verlagsleitung der Syker Kreiszeitung, die genau wie der Verlag Wolf und Sohn zur sogenannten Ippen-Gruppe gehört. In Syke werden einige Mantelseiten für die LDZ produziert. Ihr seid ab jetzt meine Kunden, scherzte der 48-Jährige bei seinem Abschied, der ihm sichtlich schwerfiel. Ilze, ein Ilzer Gastronom, dessen Kunden sich im Biergarten über die Geruchswolke beschweren. Eine in der Saalestadt ansässiges Unternehmen, dessen internationale Geschäftspartner beim Besuch in Ilze angesichts des Aromas die Nase rümpfen. Ein Betrieb im Mühlenfeld, dessen Mitarbeiter in der Geruchsglocke schwer erträgliche Arbeitstage erleben. Und andere Beispiele. Die Spitze des Elzer Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe, VHHG, weiß um einige Mitglieder des Gewerbevereins und Betriebe in Elze, die große Schwierigkeiten mit der Jahr um Jahr wiederkehrenden Geruchsproblematik haben. Als Vertreter des Elzer Gewerbes betonen Harald Huke, Vorsitzender, Karl-Olaf Kasten, zweiter Vorsitzender und Daniel Mundhenk, Schriftführer, dass in der immer wieder aufploppenden Geruchsdebatte eine Lösung gefunden werden müsse, die nicht zulasten des Standortes Elze und seiner Gewerbetreibenden gehen dürfe. Wenn Betriebe daran denken, den Standort zu verlegen, und das ist nicht nur bei einem Betrieb der Fall, dann hat das für den ganzen Standort Elze Folgen. Es gehen Arbeitsplätze und Kaufkraft verloren, betont Huke. Und zum Schluss der Sport im Leinebergland. Elze. Direkt nach den Herbstferien waren die Elzer Judoka in ihrer Trainingswoche vorsorglich schon auf Abstand gegangen und hatten nur Fitnesstraining angeboten. Nachdem der Lockdown-Termin feststand, haben sich die MTVer dennoch gefreut, die von längerer Hand kleinteilig vorbereitete Halloween-Aktion für alle Kindergruppen noch durchführen zu können. Für jede Trainingsgruppe war ohnehin ein separater Termin geplant worden. Einzelne Elemente wurden dann noch einmal Corona-konform nachgeschärft. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es Ihnen gefallen hat, denken Sie bitte an ein Like.